Recht herzlich willkommen zur 44. Folge von Stellaris. Ja, wir sind wieder da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben hier noch geguckt gehabt, ob das in unserem Bereich fällt. Tut es wohl noch nicht. Ne, Planet haben wir im Ganzen. Da müssen wir noch einen Moment warten, bis das läuft. Wir haben immer noch Defizit bei der Nahrung. Das ist schlecht. Hier war ja noch jemand, ne, der... warte mal, das ist... Ne, das ist das gar nicht wahr, oder? Oder doch? Was ist hier falsch am Laufen? Wir müssen da rein, oder was? Okay, das kolonisiert noch. Die Oberfläche ist hier... Oh. Ist aber auch gleich fertig. Und warum ist da jetzt Energie? Wir wollten doch lieber was mit Essen haben, oder hier? Komisch. Oder ist das, wenn man da kolonisiert, dass es dann so kommt? Das könnte natürlich auch noch sein, ne? So, hier wird auch kolonisiert, ist also auch noch nicht fertig. Hier oben, Anführer verstorben, hatten wir ja schon letztes Mal, können wir wegmachen. Migrations... Mhm. Was haben wir hier? Warte mal, Pause. Kein Gouverneur. Okay, der ist dann wahrscheinlich auch gestorben. Rekrutieren wiederum. 34 ist der Jüngste. Anpassungsfähig. Architektonisches Interesse. Intellektueller und ländliche Erziehung. Feldproduktion, Nahrung. Das ist der, der ist schon sofort rekrutiert. Der ist der Richtige. ja, hier nochmal rein und den setzen. Passt. Gut. Ah, das war ja der, klar. Handelsangebot. Ja, komm, zack, zustimmen. Warum nicht? Und dann lassen wir weiterlaufen auf jeden Fall. Gehen in die Sternkarte nochmal rein. Oh, ist gerade wieder gewachsen. Und sind wir nicht hier irgendwo? Da haben wir. Geht aber noch nicht. Aber hier ist jetzt schon verbunden. Ja, wird besser, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, wie es hier fortschreitet, ob das hier auch größer wird, ne? Zeit läuft. Aber das passiert nur einmal im Jahr vielleicht, ne? Dass das größer wird, kann das sein? Primitive Zivilisation gibt es da auch schön, ne? Das bedeutet ja, dass der Planet bewohnbar ist, ne? Ja, 40%. Ist dann die Frage, ne, was man mit denen machen sollte. Das wäre eine schöne Ecke hier dann, die wir kriegen, ne? Oh, hier ist auch schon verbunden jetzt. Cool. Sind die noch am Forschen? Nee, ne? Doch. Das sind nicht unsere Leute. So sieht's aus. Wo ist denn unser Forschungsschiff? Das muss ja, ach so, das ist wahrscheinlich hier oben schon am Rumschwirren, ne? Kann das sein? Hier sind natürlich Welten, die viel besser gedeckt sind, ne? Also, was haben wir denn hier? 70%. Hier tut sich was auf. Und die ist auch richtig gut, ne? 80% sogar. Nochmal 80%. Sollten wir unser Reich hier öffnen, ne? Weiter.
70%. Hammer. Oh, da ist was passiert. Okay, Verwaltung fehlt wieder. Da müssen wir wieder so ein Gebiet machen, ne? Neuen Sektor erstellen. Dies. Und dies. Die geht noch nicht. Okay, die gehen. Die gehen. Ist das schon unseres? Sieht so aus. Ach so, dann gehen auch die anderen. Sehr interessant. Dann sollten wir das mal machen. Und ich glaube auch bis dahin geht. Gibt Spezialprojekt aus Kur Heimatwelt. Okay. Alien-Zivilisation. 600.000 Jahre her. Na dann. Warte mal das. Ja, da können wir das eher vergrößern. Oder? Ach, mach das so größer und fertig. Dann nochmal ein Gebiet, ne? Okay. Trifft uns nicht. Jo, gut. Lassen wir erstmal so. Kann ich auch so rechtsklicken, dann geht's ja weg. So, da haben wir noch einen Bereich dann gemacht, ne? Müssen wir mal gucken. Oh, hier ist ein großes Loch jetzt irgendwie aufgegangen. Okay. Ich glaube, dieses hier, ne, das ist auch verkehrt, ne? Wir sollten hier einen Strich machen, das 1 und das 1. Kontakte nicht. Situationsprotokoll wollte ich gerade reingucken. Alle auf Karte verfolgen. Da muss ich nur eine bewohnbare Welt erkunden, ne? Die Drohne haben wir schon lange demontiert, da passt nichts, ne? Das ist das Schlimme. Mehr. Expansionsplaner. Neckar. Finde ich das auch irgendwo? nee, sieht jetzt so aus, als ob ich das ist erkundet, ist kolonisierbar. Machen wir den Haken rein. Okay. Aber das ist jetzt nicht wirklich das, was ich wollte. Strukturation, richtig. Tradition, Expansionsplaner, Schiffsdesigner. Den sollten wir vielleicht mal angucken, ne? Automatisch. Transportschiff. Zerstörerkorvette haben wir. Wenn ich da jetzt rumbastel, ne, habe ich da auch keine Ahnung von. Design automatisch generieren, das ist doch cool, oder? Ach, da kann man auch raussuchen. Interessant. Naja. Automatische Verbesserung, das hört sich da auch gut an. Konstruktionsschiff ist das gewesen. Aber ich wollte hier den Sektor ändern, das war das. Da wollten wir hin. Strategische Ressourcen ist es auch nicht. Wo war das jetzt, Mann?
Fraktion. Anführer, Tradition. Nein. Nein. Ist das hier gewesen? Das sind die bösen anderen alle. Diplomatie. Was haben wir hier? Reichskolonien. Reichsbevölkerung. Okay. Planeten. Ich glaube, hierüber war das, ne? Neuer Sektor. Genau so sieht's aus. So, Sektor verwalten. Das ist der, ne? Genau. Die weg. Und den auch noch weg. So. Was ist das? Okay, ist bereit. Neues Gebäude, Physiklabor 2. Energiecredits mehr. Ich glaube, wir nehmen als letzte die Befestigungsstärke. Gut, dann nochmal Planeten. Und das war der eben. Ist das welcher Sektor? Das ist der untere. Ach, der ist noch näher. Nee, dann ist das gerade falsch. Nochmal. Das ist jetzt welcher Sektor? Wohl der. Genau. Passt. Und dann übernehmen wir das. Oder? Nee, machen wir nicht. Die. Und den auch noch weg. Ja, den auch noch weg. Und jetzt gehen wir in den anderen Sektor. Und das ist dieser. Und dann machen wir die da mit rein. So. Gut, läuft, oder? Okay. Haben wir. Was ist das? Ja, guck mal, zustimmen. Die Kolonie ist fertig, okay. Kein Gouverneur. Brauchen wir einen. Oh, ganz viele verfügbar. Auch interessant, ne? Dann nehmen wir doch die, oder? Planetenliste. Oh, da gibt's was. Werden Sie gesagt, machen wir untersuchen. Zack. Warum blinkt das Reich jetzt hier? Weil da was los ist? Nein, weil das noch ausgewählt ist. Okay. Dann müssen wir nochmal in die Planetenliste. Sektor verwalten. Das wäre Sektor löschen. Tja. Sektor Einstellung. Jetzt müsste ich da mal raus. Ach, da unten ist schließen. Alles klar. So, ja, dann sind es nur noch zwei Sektoren. Und hier. Vielleicht sollten wir da einen neuen Sektor dann machen, ne? Auf jeden Fall sollten wir hier erstmal, das ist ja richtig groß, ne? Zack, kolonisieren. Ist nur die Frage, wo die alle sind hier. Mino Prime. Wo die wegkommen, ist eigentlich ziemlich egal, oder? Kolonisieren und zwar da. Fertig. Die sollen da mal hinfahren und alles wird gut. Stationsprotokoll aktualisiert. Mach das mal weg hier. Super. So, dann fliegt da ein Schiff hin und kolonisiert das.
So, hier haben wir jetzt wohl erforscht, oder? Ah, ne, ist noch nicht ganz erforscht, ist noch dabei. Wunderbar. Dann verlassen wir das System. Das ist wohl erforscht. So, wie sieht's aus? Können wir das schon besetzen? Nein, können wir nicht. Wir müssen irgendwie die Hoheit da noch gewinnen. So, geht hier was oder geht hier nix? Forschungsstation, Bergbaustation, Forschungsstation. Das ist von uns. 3er, 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 das sind nur 2. Aber das weitet sich hier nicht aus, komischerweise, ne? Ja. Eigene Flotte, Konstruktionsschiff, gut. Geht nicht. Lass uns da noch eine Bergbaustation bauen. Vielleicht wird dann noch besser. Okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.